Der ARD Radio Tatort. Hey Hubert, Polizei ist da. Bist doch ein Heiratsschwindler. Haben wir's uns schon gedacht? Irmis Ehre von Robert Hültner. Mensch, Rudi, das freut mich, dass du noch vorbeischaust. Muss ich da dabei sein, wenn mir heute spät sind, sehr unglücklich. Wenn du dumm daher reinkommst, dann geht's dir gut, gell? Und das ist? Meine Kollegin, Semper. Hollinger, mein Glückwunsch, gell? Dankeschön. Irmi, das war der Ecker, Rudi. Mein Uraltspätzle praktisch. Haben schon als Buben zusammen Cowboy und Indianer gespielt. Er hat schon damals einmal den Sheriff gemacht. Was Gott? Gott, mein Glückwunsch auch nochmal, gell? Und das ist einmal Rudi, sein Kollege. Pollinger, mein Glückwunsch. Dankeschön. Ich sag einmal, Hubert, der heiraten wir ja heute direkt unter Polizeischutz, gell? Genau. Rudi, geh wieder zum Bogenlos, okay? Müssen wir schon wieder fort? Rudi, Frau, Center, einer muss beim Funk bleiben, Vorschrift. Also, alles Gute nochmal. Komm dann gleich. Oh mein, schon wieder kein Zucker mehr da. Polizeiinspektion Brucker mit dem Raub, Gott. Jetzt einmal der Reihe nach. Einen Namen braucht ihr jetzt. Sie sind Worliczek Josef. Der schon wieder. Was wird's diesmal sein? UFO? Weltuntergang? Nein, ich hab's. Russeneinmarsch. Nochmal, wo sind's gerade? Bei der alten Land unten, ja. Und was sagen's, was sehen's da? Nochmal. Bewegt sie nicht mehr, ja? Und sie täuschen sie ja nicht. Nein, nein, wir kümmern uns gleich drum. Ja, bleiben Sie vor Ort, verstanden? Ja, in 5 Minuten sind wir da. Koloman 12 an 12.3, 12 an 12.3 kommen. Koloman 12.3, was gibt's kommen? Standort kommen. Schlossberg, Ecke Lautensack von Buchenwirt, kommen. Jetzt schaut sie, fahren wir rüber zur alten Lend. Ich habe einen Anruf von einem Herrn Worliczek Josef, der sagt, im Wasser liegt einer. Kommen. Worliczek, alte Lend. Verstanden, kommen. Ja, und ich alarmiere dabei einen Sanker. Ende. Ende aus. Sag bloß, es war der Alt-Worliczek. Ja, das hast du gerade gehört, oder? Bin ich froh. Was? Hab schon gefürchtet, er wäre gestorben, weil er uns die Woche noch nicht schikaniert hat. Nein, ich weiß nicht. Diesmal hat er sich ernst gehört. Prost, Rudi. Prost. Alkoholfrei. Das Leben ist hart. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wenn man gerade von Schmerzen reden. Dass du nur mehr unter Tauben gekommen bist, Hubert. Hab ich auch schon nicht mehr da geglaubt. Was, da lernst du eine kennen, die dir gefällt. Und sie fragt dich, was du treibst, beruflich. Hast du das Wort Landwirtschaft noch gar nicht richtig fertig gesagt, siehst du ihre Rücklichter. Dann bist du selber schuld. Du musst sagen, ich habe einen erfolgreichen Betrieb in der Nahrungsmittelbranche. Head of Production and Development, you know? Verstehst? Ihr Tierisch muss engagieren sein. Aber du, Rudi, du wirst auch schon langsam überständig. Was mache ich mit deiner Kollegin? Da sind wir. Ich find's ganz patent. Schon? Aber... Ja, ich weiß schon. Was weißt? Die Karin. Ist in Berlin und da gefällt's. Ja, aber dir nicht. Berlin? Nein, dass ihr da gefällt. Und nicht bei dir. Mei, Hubert, reden wir von was anderem, hä? Was denn ihr mir eigentlich aufgabelt? Disco und sowas, das war doch mir, Daddy. Ich fahr doch bloß alle heiligen Zeiten nach Minga. Ja, und dann auch bloß, wenn's nicht anders geht. Weißt du, ganz verrückt mit dem Verkehr da in der Stadt. Aber da rauscht mir prompt einer von der Seite... Moment, Hubert, sind da. Rudi, auf, Einsatz. Aufmache. Jetzt. So schön. Sieh es an. Schien mir die nicht. Machst du kein Signalo? Ja, bin ich auch nicht schneller. Außerdem kenne ich den alten Worliczek. Das ist meistens blinder Alarm, wenn der anruft. Netter Kerl, der Hubert. Ja, nette Leute haben nette Bekannte. Deine Frau auch finde. Mhm. Ah, Blätz, Katzenviech, Blätz! Bissal aufgeregt ist mir, Frau Kemmer. Die Katz? Die Frau von dem Spezi. Ja, aber man heiratet ja nicht jeden Tag, oder? Nein, du gewiss nicht. Außerdem sagt der Hubert, ist ein bisschen niedergeschlagen gewesen, weil ihr Großvater schlecht beieinander ist. Und nicht kommen hat können. Und ihre Eltern leben auch schon lange nicht mehr.
Also, dass du solche Macho-Sprüche drauf hast, Rudi. Von was redst du? Sagst, dass du dabei sein musst, wenn der Späzi ins Unglück rennt. So boshaft brauchst du mir nicht kommen. Sieg schon. Du verstehst nichts von bayerischer Metaphysik. Oder dass du das Wort überhaupt kennst. Das ist ja so. Je gröber mir Bayern uns anreden, desto feiner ist gemeint. Ja? Wenn du zum Beispiel einen Hund nennst, dann ist das ein Kompliment. Also wenn du mich bei der Arbeit wieder mal anraunst, ist eigentlich das Gegenteil gemeint. Schön. Ja, bloß wenn ich dabei gerade metaphysisch drauf bin. Und wann nicht? Ja, dann halt nicht. Mhm. Und wie ist dann, wenn du mir mal was nicht sagen tatzt? Ich mein, tatzt. Verstehst du, Rudi? Wunschform. Grammatikalisch gesagt. Kommt drauf an. Ob du gerade wieder mal metaphysisch drauf bist. Exakt. Und das ist für die Metaphysik. Bayerische. Weißt du was? Was? Lass gut sein. So, da werde ich alte Lend. Wo ist jetzt der? Da vorne steht einer. Senta, machst du Absperrung? Find mir ja keine einzige Spur mehr. Und? Ex. Das ist mir direkt ganz... Was hast du denn, Irmi? Na, ganz, ganz schwindig ist mir auf einmal geworden. Du bist ganz blass. Ich weiß auch nicht. Gerade heute muss ich auslassen. Ist mir jetzt direkt peinlich. Ach, hör auf. Magst du ein bisschen Healing? Na. Aber fahren wir dann bald, hm? Okay. Komm, häng dich ein. Tja, ein Schuss, ein Treffer. Kopfschuss. Ich gehe fast jede Wetten ein, dass der Mo schon tot war, bevor er ins Wasser geworfen worden ist. Aber die Obduktion wird es einer genauer sagen können. Mhm. Brauchen Sie mich noch? Nein, ich glaube nicht. Abend. Na? Scott, Herr Hermann. Servus, Wolfi. Servus, Rudi. Geht's? Geht schon. Und? Was sagt der Doktor? Ist erschossen worden. Er ist ja auch nicht zu übersehen. Spurensicherung kann anfangen. Transport in die Gerichtsmedizin schon vorbereitet? Der Wagen wartet schon hinten. Schön. Die können ihn mitnehmen, veranlassen Sie das, ja? Und wo haben wir den Zeugen? Der wartet beim Wagen. Dann hören wir uns einmal an, was er zu sagen hat. Herr Dings, ich brauche Sie fast nicht mehr. Danke. Kommst du, Wolfgang? Bin schon da. Was halten wir von dem? Von wem? Vom neuen Kripo-Leiter. Vom Hermann? Heinz Rüdiger. Meisterpolizist, gar keine Frage. Kommt denn der eigentlich her? Minger, Vater ist Horst Richter. Ziemlich hochsfähig. Servus, Rudi. Servus, Senta. Ja, Einsatz in Manhattan? Unser Chefreporter. Logisch. Immer am Puls des Geschehens. Aber verboten in Frequenz, wollte ich sagen, hä? Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was du meinst, gell? Sagt's. Der Tode da. Ist einer von da? Wissen wir nicht. Rudi, Senta. Kleine Information. Eine Herrschaft, Schermack, da muss Kripo fangen, nicht alle bei uns, das weißt du. Nein, ist das schief. Lass mich. Irmi, ich bin's doch. Was ist denn? Was schlecht geträumt haben. Ich darf Ihnen die ersten Ergebnisse mitteilen. Die Identität des Opfers konnte über Inpol sofort ermittelt werden. Es handelt sich um einen zuletzt in München gemeldeten Mann namens Johann Beetz, 38 Jahre alt.
Beetz ist gelernter Uhrmacher, hat die wesentliche Zeit seines Erwerbslebens aber eher damit verbracht, anderes zum Laufen zu bringen, nämlich mehrere Damen auf dem Strich hinterm Ostbahnhof. Er ist übrigens auch unter dem Kampfnamen Schneeball-Schani einschlägig bekannt, aufgrund einer auffallenden Sonnenbräune. Der Mann ist erst vor einigen Wochen aus der JVA Straubing entlassen worden, wo er ca. 6 Jahre für diverse Delikte verbüßt hat. Tatwaffe, eine Mauser P08 9mm. Was? Ja, Sie haben richtig gehört. Unser Mann hat Sinn für Tradition. Todeszeitpunkt? Zwischen 20 Uhr und 22 Uhr des gestrigen Tages, Herr Inspektionsleiter. Fundort und Tatort werden nicht identisch sein. Der Körper ist flussaufwärts in das Wasser geworfen worden. Nachdem wir sowohl wissen, wann der Mann gestorben ist, als auch wann er angetrieben worden ist, brauchen wir diese Information bloß noch mit der Strömungsgeschwindigkeit abzugleichen, um den Tatort genauer einkreisen zu können. Dann brauchen wir eigentlich bloß noch den Täter. Messerscharf gefolgert, Herr Inspektionsleiter. Danke. Und an dieser Stelle komme ich gleich zum Organisatorischen. Ich halte es nicht für erforderlich, zusätzliche Ermittler einzusetzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Fall mit den Kräften vor Ort lösen können. Das heißt was? Das heißt, Herr Inspektionsleiter, dass Ihre Leute Ermittlungsaufgaben übernehmen. Dass ich das auch schon erfahre. Morgen, Nanni. Was? Du gefällst mir. Ist 2:30 Nachmittag. Ach, was sagst du? Dieser Schichtdienst, der macht mich noch ganz blöd im Kopf. Das glaub ich. Was darf's denn sein, Rudi? Das Brucker Tagblatt gibt's mir. Einmal Tagblatt. Ein Tabak auch? Und grob mit dem Aufhören angefangen. Ruiniert's mich ruhig. Auch Nichtraucher müssen sterben, Rudi. Und ein 20er Retour? Ist ein Mord gewesen, hä? Und sowas bei uns im Puck. Woher warst denn das schon wieder, Nanni? Rudi, das ist jetzt aber eine arg dumme Frage. Hast recht. Und ausgerechnet an dem Tag, wo der Hubert heiratet, muss sowas passieren. So kann's spielen, das Leben. Ist so eine schöne Hochzeit gewesen. Ich hab mich gefreut, dass der Hubert so ein Patentzweibert kriegt. Aber ein bisschen nervös ist mir vorkommen, sei ihr mich. Ich war noch viel nervöser gewesen. Ja, du! Dass du dich einmal von einer einfangen lässt, das werde ich eh nicht mehr erleben. Wenn du sonst keine Sorgen hast, Nanni, hä? Gib schon eine Ruhe, man sagt ja nichts. Man redet ja bloß. Ich bin bloß wegen dem Hubert seiner Hochzeit draufgekommen. Ich hab mich gefreut für ihn. Und die Irmi ist endlich einmal zur Ruhe gekommen. Ich kenn's ja noch von früher her. Gott, Herr Dr. Faltermeier, was darf's denn sein? Wunderschönen guten Nachmittag, gnädige Frau. Guten Tag, Herr Egger. Grüß Gott. Na, was sagt man? Ein Verbrechen. Hier. In unserer friedlichen Stadt. Ich sage nur Schengen. Das wäre mein Kommentar, bitte sehr. Tja, da haben Sie auch wieder recht. Stimmen Sie mir doch zu, Herr Egger, nicht wahr? Wenn was stimmt, stimme ich euch zu. Jetzt fragt sich halt bloß noch, wieso sich einer aus München ausgerechnet bei uns umbringen lässt. Herr Egger, ich wollte sagen, man sollte doch mal das hiesige Milieu etwas unter die Lupe nehmen. Ging es zu. Milieu im Bruck, sowas haben wir doch gar nicht. Und was ist mit diesem Club Le Paradis unten im Gewerbegebiet? Mei, du hast das schön. Du wärst mir schon von Gunnar Roland. Gibt's was Neues? Sind befördert worden? Ja? Sei froh, Rudi, dass unser eins mit einem Schutzler bei dir überhaupt zerrett. Wie das? Der Hermann. Weißt, der seine Fälle allerweil schon gelöst hat, bevor es überhaupt passiert sind, hat uns zu Ermittlern ernannt. Respekt. Übrigens, der Dodi ist von Minga. Schon längst bekannt. Woher? Roland. Wenn einer am Kiosk vor der Nanni steht, da kannst du davon ausgehen, dass der informiert ist. Rudi, sei nicht so boshaft, als wenn ich so ein Ratschen wäre. Ja, auf gar keinen Fall, Nanni. Du, der hat früher das Schein zu Banutten laufen gehabt. Da schau her. Müssen weiter. Bis heute auf die Nacht. Servus. Vierte Nanni. Wird's euch. Servus. Passt schon. So hätte, hä? Mein Nanni, frag mich nicht. Ich hab frei, hab ich gesagt. Vierte. Diesen Club sollte man einmal unter die Lupe nehmen. Ich hab frei, hab ich gesagt. Schießen Sie los.
Wir haben alle Häuser an alten Ländern abgeklappert. War schließlich der Auftrag. Ergebnis? Keiner hat was gesehen oder gehört. Die meisten sind erst auf die ganze Geschichte aufmerksam geworden, wie der Rudi und die Senta gekommen sind. Naja, stand ja zu erwarten. Danke zunächst, die Herrschaften. Ja, dann wäre das wohl der endgültige Beweis, dass die Tat flussaufwärts geschehen ist. Ich würde sagen, nachdem wir Todeszeitpunkt und Zeitpunkt des Auffindens der Leiche halbwegs eingrenzen können, kommt Plan B zum Zuge. Wir brauchen ein Gutachten zur Strömungsgeschwindigkeit. Das kann dauern. Solange niemand eine bessere Idee hat. Würde ich schon. Wieso probieren wir es nicht einfach praktisch aus? Wie? Sie meinen eine Art Dummy? Mit gleichem Gewicht, gleicher Größe und so weiter. Wie Sie es nennen, ist mir wurscht. Ja, also ich ziehe eigentlich wissenschaftlich präziseres Vorgehen vor. Wolfgang, was meinst du? Der Sigi hat recht. Was anders bringt so ein Dings... Strömungsgeschwindigkeitsanalyse. Auch nicht zusammen. Ja gut, worauf warten wir? Aufgesessen. Servus, Pferdl, wie geht's da? Servus, Senta, muss gehen. Gibt's was Neues? Zucker ist in aller Weile aus. Deswegen habe ich auch gerade heute mitgebracht. Ja, Senta, du denkst halt mit, hä? Polizeiinspektion Bruckheim in Raab. Wer? Herr Wolitschek. Ja. Oberhalb der alten Lind. Ungefähr einen Kilometer. Und da schwimmt ein Leichter her. Gut, dann schicke ich gleich einen Wagen über. Halt! Nein, Herr Wolitschek, nein, halt! Halt alles zurück! Die Leichte ist vor uns. Ja. Nein, wir haben keinen. Nein. Die Kollegen, die machen gerade einen Test, Herr Wolitschek. Ja. Kein Grund zur Panik, Herr Wolitschek. Na, dann wären wir ja schon ein gutes Stück weiter. Darf Sie darüber informieren, dass die Ermittlungen in München nichts unmittelbar Verwertbares ergeben haben. Auswertung möglicher Telefonate am letzten Aufenthaltsort des Opfers sind noch in der Mache. Ja, kommen wir zu unserem Dummy. Wo genau haben Sie ihn ins Wasser gelassen? Da, bei Elswang. Richtig. Und die circa 2 Stunden später, die wir als Zeitraum zwischen Tod und Anlandung der Leiche wissen, ist unser Dummy an welcher Stelle angespült worden? Da, beim Weidbacher seinem Fischerhäusl. Geben Sie mal ein Lineal. Das ergäbe also... Moment, 1,5 plus minus 6 Flusskilometer. Richtig. Das wäre dann also entsprechend zu verschieben. Dann wären wir hier. Das wäre die Weilhammer Reim. Bitte was? Weilhammer Reim. Reim heißt Kurve oder Flussschleife. Achso, ja. Meine Herrschaften, Sie wissen, was zu tun ist. Geht's genauer? Aber sicher doch, Herr Egger. Herr Egger, 2 Ermittler machen sich auf und grasen A, diesen Uferbereich nach möglichen Spuren ab und führen B, Befragungen bei den Höfen auf dieser Halbinsel durch. Unklarheiten beseitigt? Senta, Rudi, das macht ihr. Habt's nur gute 3 Stunden Licht. Okay. Okay. Schön. Erwartet zeitnah Ergebnisse, ja? Dann... Ja? Ja, richtig. Und? Aha. Ein einziger. Augenblick, notiere. Hab ich. Super. Super, servus. Ich bekomme soeben die Auswertung der Telefonate des Opfers. Unser Mann hat vor etwa einer Woche ein Gespräch mit einem Anschluss in, halten Sie sich fest, Bruck am Inn geführt. Eintrag unter dem Namen eines gastronomischen Betriebs namens... Le Paradis. Ja? Ist das eine Information? Wem gehört denn das Le Paradis eigentlich? Geschäftsführer ist ein gewisser Schmerbeck, Veri Schmerbeck. Kennst du den? Dass ein intimer Freund von mir ist, war einigermaßen übertrieben. Deiner bayerischen Metaphysik mit der Relativitätstheorie gekreuzt, entnehme ich, dass du ihm für eher Halbseiden holst. Ist ein windiger Geschäftelmacher. Aber kein Mörder, wäre die Übersetzung?
Erst einmal möchte ich damit sagen, dass er mir nicht sympathisch ist und dass ihn für einen Deppen hält. Du glaubst also, dass er mit der ganzen Sache nichts zum Tun hat? Hab ich nicht gesagt. Jetzt also doch wieder metaphysisch. Du verstehst mich nicht. Rudi, wann werden wir zwei uns jemals verstehen? Sind der Maus nicht so kompliziert. Wenn ich jemanden für einen Deppen hält, dann heißt es doch bloß, dass ich ihn eben für einen Deppen hält. Was wiederum aber nicht heißt, dass er nicht auch ein Mörder sein kann. Weil die meisten Mörder mit Deppen sind. Aha. Rudi, wo fährst denn du eigentlich hin? Da ist doch die Schüttel nach Weilheim gewesen. Wasch auf Zeiten, bringst mich ganz durcheinander. So habe ich mir das Paradies immer vorgestellt. Links die Schrottfirma, rechts das Klärwerk. Können wir nicht lesen, Herrschaften? Stehen da jetzt bredelbreite Öffnungszeiten oder stehen sie nicht da? Herr Schmierbeck. Warum? Kommissar Hermann Kripo Oeding, mein Kollege Schlögl. Wir müssen mit Ihnen sprechen, Herr Schmierbeck. So, mit mir. Wegen was denn? Können wir, ja? Bitte schön, kommen Sie ein. Sie sind der Geschäftsführer? In persona. Herr Schmierbeck, sagt Ihnen der Name Beetz etwas? Beetz? Beetz, Johann. Na. Na, Herr Schmierbeck, sonst die Konzession für Ihren Betrieb, die muss doch regelmäßig erneuert werden. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das in einem guten halben Jahr wieder fällig. Oder sehe ich das falsch? Beetz, sagen Sie. Auch als Schneeballschani bekannt. Ach so. Ja, wieso sagen Sie das nicht gleich? Also, Sie kennen ihn. Ist aber nicht der, den Sie da an der alten Lände aus dem Wasser gezogen haben, oder? Exakt. Und ich frage Sie zum letzten Mal. Kennen, präziser gesagt, kannten Sie diesen Mann? Mein Gott, kennen. Höchstens entfernt. So entfernt wie eine Erneuerung der Konzession wäre, wenn Ihr Paradies in ein ungutes Licht käme. Finden Sie das jetzt fair? Komm jetzt nicht mit. Na gut. Der Tatsache, dass Sie eh hier sind, nehme ich... Dass Sie sich Ihre Spielchen sparen können. Beetz hat in der vergangenen Woche hier angerufen. Wie viel Hilfe haben wir noch? Einen. Irgendwo da hinten. Was ist denn? Na, ich muss auf der Karte nachschauen. Bin schon lange nicht mehr da heraus gewesen. Schön da. Eine ganz eigene Welt da am Fluss, gell? So stark. Das kannst du laut sagen. So eigen, dass sie keine Sau zurecht findet. Lass mich mal schauen. Da. Furtenmühl. Links. Die Straße da geht zur Hellmühl und die andere zu einer alten Furt und hört dann auf. Hast recht. Hab meistens recht. Ja, Hauptsache du glaubst da. Gut, der Scheini und ich, wir haben einmal zusammengearbeitet früher im Club Messalina in München. Aber um es kurz zu machen, wir haben alles andere, als wir ein kollegiales Verhältnis miteinander gehabt. Über Todi soll man zwar nichts Schlechtes sagen, aber der Scheini ist ein Primitivling gewesen. Null Niveau, dumm und brutal. Hat allerweil von einem eigenen Land geträumt. Aber zu mir hat es nicht gelangt, dass er hinterm Ostbahnhof ein paar Pferdl zum Lauf verbracht hat. Ja, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, dass er expandieren hat wollen. Dass ihn dabei wieder bräselt hat. 6 Jahre, dass ich eingefangen der Trottel. Was glauben Sie, wie ich geschaut habe, dass er ausgerechnet bei mir anruft? Was war der Inhalt des Gesprächs? Was wollte er? Was er wollen hat. Ja, exakt. Geld. Wie kam er da ausgerechnet auf Sie? Er ist ja da auf dem Schlauch gestanden. Hat in München keinen Fuß mehr am Boden gekriegt, ne? Sein früheres Revier, das ist vom Balkanesen besetzt gewesen, die schlafen ja auch nicht, die Burschen. Ja, dann hat er mir was vorgewinselt, so von wegen alter Kollege und wir Deutschen müssen zusammenhalten. Ja, und so, dann habe ich aber gleich gesagt, du Scheini Kamerad, tempi passati, hat alles seine Zeit. Ich bin jetzt schließlich ein honoriger Geschäftsmann, der übrigens Gewerbesteuer zahlt, gell, nicht zu wenig. Und was hat er drauf gesagt? Keine Ahnung, hab aufgelegt. Und das hat er hingenommen. Ja, und wenn nicht, dann wäre es mir so wurscht gewesen, wie wenn in einem Radlchef der Chinese umfällt. Und Sie haben seitdem nichts mehr von ihm gehört? Sagen wir es einmal so, wenn er bei mir auftaucht war, dann war er schon wieder vor der Tür gesessen, bevor er überhaupt herin gewesen war. Dass ich mir wegen so einem hirnlosen Arschloch wie dem die Konzession aufs Spiel setze, das wäre mir doch im Traum nicht eingefallen. Würden Sie das beeilen? Das
Sag mal, soll das jetzt ein Verhör sein, oder was? Ich muss schon sagen, da will mir der Staatsmacht einen Gefallen tun und dann ist man plötzlich Verdächtiger, oder wie? Jetzt machen Sie mal halblang, ja? Wo waren Sie gestern zwischen 21 und 22 Uhr? Wo? Im Club. Wo denn sonst? Samstag, verstehen Sie es? Das ist bei uns Großkampftag. Gibt's zufällig Zeugen? Gut, 2 Dutzend Gäste. Von denen allerdings einige nicht gerade begeistert werden, wenn ich ihren Namen verrate. Furtmüller. Ja, was willst du noch hier? Gut, Eger, Polizeiprogramm in, meine Kollegin. Pollinger. Ja, ja. Möchten bloß fragen, Furtmüller, ob euch gestern Nacht zwischen 9 und 11 was besonders aufgefallen ist. Was? Ein Knall zum Beispiel, also ich meine, ein Schuss. Na. Auto, das nicht hergehört. Sind Sie gestern überhaupt daheim genommen, die Zeit? Ja, wo denn sonst? Aber noch nicht im Bett. Was fragt's denn eigentlich? Weil gestern auf die Nacht möglicherweise da in der Gegend jemand erschossen worden ist. So? Ja, da weiß ich nichts davon. Herr Furtmüller. Ich schreibe mich Kumela. Furtmüller ist der Hofnamensender. Ach so, ja. Entschuldigung, haben Sie ja Waffen, Herr Kumeder? Waffen? Eine Pistole zum Beispiel? Na. Bist du Jäger, Furtmüller? Ja, bin ich gewesen. Und da haben Sie keine Waffen daheim? Na. Furtmüller, sei mir nicht besser, aber wenn du eine hast, musst du es uns sagen, weil sonst schauen wir nach. Ja, ein Karabiner ist noch da. Vom Vater aus dem Krieg, 1418. Der hat das aber schon lange nicht mehr. Den zeigen Sie uns bitte, ja? Na, jetzt muss er nur das Ringer anfangen. Ist schon ein eigener Schlag, die Leute auf der Weilhammer rein, ha? Hm? Ein richtiger Volksredner ist keiner von denen. Waren halt immer halbe Insulaner. Rudi, da machen wir jetzt aber keinen großen Zirkus draus, oder? Wegen dem Karabiner, er geht weiter. Ein Museumsstück. Wahrscheinlich ein Andenken an seinen Vater. Außerdem hat er noch einen Waffenschein vom Führer. Sucht jetzt schließlich ein Pistolen. Richtig. Ich frage mich bloß, woher ich den Namen kenne. Was für ein? Na komm, Eder. Die Frau vom Hubert, die schreibt die Einladung von der Hochzeit. Die Irmi schreibt sie auch, komm, Eder. Gibt's den Namen oft bei euch? Ich kenne 4 oder 5. Und er war bei mir in der Schulklasse. Später ausgewandert nach Australien. Koloman 12 an 12.3, Koloman 12 an 12.3 kommen. Koloman 12.3 kommen. Standard kommen. Auf der Rückfahrt kurz hinter Weilham kommen. Jetzt fahrt's nochmal über zur Hellmühl am Fischereisel, da wird ein Kanufahrer auf euch kommen. Hellmühl, Fischereisel, verstanden. Um was geht's kommen? Ja, der Motorpolizei, dass er ein Auto unter Wasser gesehen hätte, kommen. Verstanden, wir von hier. Ende. Okay, Ende und aus. Irmi. Was ist denn? Was auch nicht. Ich schlaf so schlecht. Weißt du, Irmi? Eifersucht. Sowas kenn ich nicht. Verstehst du? Ich merk's. Der Herz klopft so laut, dass ich's hören kann. Und grätst du's da wieder? Was? Hab ich was gesagt? Was dich auch immer interessiert, wo das Geld herkommt. Ich hab's nicht verstanden. Es war was hinter dir her. Bin ich denn gar so schlimm? Depp, du. Beginnen wir mit dem Erfreulichen, nämlich mit der Erkenntnis, unser Mann wurde erschossen und wieder in seinen Wagen gesetzt. Dann wurde das Auto in den Fluss versenkt. Dort ist es von der Strömung mitgerissen worden. Die Türe hat sich beim Aufprall auf ein Hindernis auf der Flusssohle geöffnet und das Opfer ist aus dem Auto geschleudert worden. Wie tief ist der Fluss an dieser Stelle? In der Mitte schätze ich zwischen 5 und 7 Meter. Naja, damit erklärt sich ja auch, wieso die Leiche so schnell wieder an die Oberfläche gekommen ist. Glück für uns. Pech ist allerdings, dass damit das Ergebnis von unserem Strömungstest wieder hinfällig ist. Richtig, Herr Kollege. Wolfgang, was meinst du? Dass wir jetzt auch noch ein Auto in den Fluss schmeißen und dann nachrechnen. Ist Quatsch, bringt gar nichts.
nichts. Ja, dann hilft bloß, bei der Feuerwehr nach Erfahrungswerten nachzufragen. Dann die Stelle grob festzulegen, an der das Auto ins Wasser gelassen worden sein könnte, und den entsprechenden Uferabschnitt nach Wagenspuren abzusuchen. Und genau das werden wir auch machen. Kollege Pframmer, jetzt muss ich schon mal sagen, meine Leute haben auch noch anderes. Ach, dafür brauchen wir doch nicht eigens eine ganze Ermittlungsgruppe aufmarschieren zu lassen. Sowas kann jeder Depp Mornans, mit anderen Worten auch ein Streifenbeamter. Hören Sie mal, werte Kollegin, ja, das habe ich mit keinem Wort gesagt. Seit 3 Stunden schützen wir noch gerade was. Wenn wir da noch eine Spur finden, dann was mehr als Glück. Da haben Sie eine bessere Idee? Da wird an der Tatwaffe aussetzen. Richtig. Eine Mauser P08, Zweiter Weltkrieg. Ich darf mir als erstes fragen, wer am ehesten noch so ein altes Ding haben kann. Haben wir doch längst geklärt. Laut Auskunft Landratsamt ist keine P08 gemeldet. Ich denke an was anderes. Ja. Hätten die Kollegen vielleicht die Güte, den Ermittlungsleiter an ihren Gedanken teilhaben zu lassen? Also, da wäre mir nichts drüber bekannt, dass ein Mitglied von unserem Veteranenverein noch mit sowas rumtut. Wie viele Mitglieder haben sie denn, die nur im Krieg gewesen sind? Von den Kriegern haben wir noch 12. Ich möchte Ihnen aber gleich sagen, wenn es um diese Mordsache geht, um diesen Zuhälter da, unsere Mitglieder sind alles ehrengeachtete Leute, gell? Glaube ich Ihnen, Herr Obermeier, wir brauchen aber trotzdem die Namen. Da muss ich zuerst den Vorstand einberufen. Muss mich schließlich nach der Satzung richten. Herr Obermeier, es geht um einen Mordfall. Naja, gut, meinetwegen. Aber das nicht in der Weltgeschichte herumverzählen, dass die Listen von mir haben. Na, das bleibt unter uns, Herr Obermeier. Hab nämlich schon einmal so ein Geschiss gehabt. Da ist einer gekommen, wollte auch die Listen. Sagt, er handelt mit Antiquitäten. Ist mir ganz honorig vorgekommen. Hat sich aber hinterher herausgestellt, dass er nicht ganz sauber ist. Was glauben Sie, was ich mir hinterher von den Kameraden hab anhören dürfen? Es ist alles in Ordnung. Mein Gewerbe ist vorschriftsmäßig angemeldet, ja. Entspricht alles Recht und Gesetz. Auch wenn ich mich auf Militarier des Zweiten Weltkriegs spezialisiert habe. Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Ja? Ich bin Demokrat. Lupenrein, wie man so schön sagt. Und wer das Gegenteil behauptet? Ja, wie darf ich Ihren Besuch dann verstehen? Wir brauchen von einer bloßen Auskunft. Über meine Kunden etwa. Da kann ich Ihnen gleich sagen, ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss... Herr Punz, sagen Sie uns bloß, handeln Sie unter anderem auch mit Wehrmachtspistolen. Sicher? Auch Mauser P08, Kaliber 9mm? Respekt, junge Frau. Hin und wieder. Ist schließlich ein Klassiker. Aber jede Waffe ist ordnungsgemäß... Herr Punz, wir müssen von einer wissen, ob Sie dafür Geschäftspartner hier im Landkreis haben. Käufer oder Verkäufer? Tut mir leid, meine Herrschaften. Darüber kann, darf und möchte ich keine Auskunft geben. Das ist mein letztes Wort. Ich darf unsere Ergebnisse zusammenfassen, so diese denn diesen Titel überhaupt verdienen. Die Durchsuchung der Lagerbestände dieses Militarierhändlers hat neben jeder Menge fragwürdiger Kontakte eine Mauser P08 ergeben. Laut kriminaltechnischer Untersuchung ist aus ihr jedoch seit Jahren kein Schuss mehr abgegeben worden. Desgleichen hat der Mann ein Alibi. Ich muss bei dieser Gelegenheit anmerken, dass ich diese Spur von vornherein als nicht ergiebig geachtet habe. Und dass die Suche bei diesem Veteranenverein auch nichts bringt, als einige fragwürdige Souvenirs, war ebenfalls zu erwarten. Wir haben nichts als wertvolle Zeit verloren. Ein heutiger Profitäter hätte diese Waffe eher nicht verwendet. Und bei einem Nicht-Profi, wenn er auch nur halbwegs sein Gehirn benutzt hat, liegt nahe, dass er die Tatwaffe sofort nach der Tat im Fluss entsorgt hätte. Naja...
dass beim notorischen Streithansel wie dem alten Leutner noch eine Panzerfaust und eine Kiste mit scharfen Handgranaten im Keller vor sich hinrosten, für den Fall, dass der Russ doch noch kommt, ist auch nicht so uninteressant gewesen. Aber für unseren Fall völlig ohne Belang. Richtig. Eben. Tja, Sie leiten die Ermittlungen. Schaust du so? Schau ich. Was hast du? Was werde ich wohl haben? Ist was wegen deinem Geschäft? Was dich auch immer interessiert, wo das Geld herkommt. Morgen, Rudi. Bist im Dienst oder hast frei? Nein, nee. Hab ich eine Uniform an. Stimmt, ja. Aber bei deinen Schichten kennt man sich ja gar nicht mehr aus. Ja, geht mir langsam genauso. Gibst du mir das Tagblatt? Tagblatt? Der Czermak hat wieder einen Kommentar drin, ich sag das. Kritisch? Kritisch ist gar kein Wort. Polizei tappt im Dunkeln. Bevölkerung zunehmend verunsichert. Kennst du ja. 80 Cent, Bernd Sodi. Der für den Kommentar vom Czermak vom Preis abzahlen. Moin, Sheriff. Grüß dich, Nanni. Hubert. Schau mich nicht oben, ist auch die Weltwunder. Wie geht's aber? Sag mal, ihr seid ja nicht auf Hochzeitsreise. Du willst doch auf Wien fahren. Das werden wir schon noch. Aber die Emi hat sich was eingefangen, irgendein Virus oder sowas. Muss sie erst auskurieren. Geht zu. Jetzt schon wieder. Gut euch. Gute. Also so ein Pech, was die zwei aber auch haben, hä? Sag mal, Nanni, die Frau vom Hubert, die Irmi, ist die eigentlich mit dem Furtmüller-Bauern von der Weilheimer Reim unten verwandt? Kummeder, schreibt er sie. Freilich, die Irmi ist sein Enkel. Wie die Eltern von ihr bei dem Unfall seinerzeit gestorben sind, hat er praktisch die Vaterstelle übernommen. Hast du das nicht gewusst? Nein. Es hat damals ein Rechtsdrama gegeben, wie sie auf Minga abgehauen ist. Abgehauen? Hört sich gerade an wie eine Flucht. Ist er gewesen? Der Altfurtmüller hat sie doch eingebaut, dass sie einmal das Haus übernimmt. Aber nein, sie hat davon nichts wissen wollen. Gestritten haben die, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der Alte hat aber auch so ein alter Büffel sein können. Auf Schritt und Tritt hat er's kontrolliert. Dabei wäre eigentlich gar kein unebener Mensch gewesen, der Furtmüller. Aber seine Irmi bloß einmal zu sagen, dass es gern hat und dass er sich bloß Sorgen um sie macht, das hat er nie rausgebracht. Auf Minga, was hat's denn da, du? Weiß nicht. Der alte Furtmüller ist bloß jedes Mal grauer im Gesicht geworden, wenn ich ihn gesehen hab. Wieso? Weil sie Sorgen gemacht hat, dass sie auf die schiefe Bahn kommt. Sie ist ja auch ein recht lebhaftes Ding gewesen, seine Irmi. Und neugierig auf die Welt. Das hat der Alte halt gefürcht. Und gleichzeitig hat er wohl gespürt, dass er das Mädel da druckt hat mit seiner Fürsorge. Aber kann sich meiner verdenken. Seine Frau ist ihm gestorben, da ist das Mädel noch keine 12 gewesen. Servus, Sigi, wie geht's? Du, Sigi, du musst mir einen Gefallen tun. Genauer gesagt, zwei. Das erste ist, dass du dem Hermann erst einmal keinen Ton davon sagst, dass ich dich angerufen habe. Ja, weiß ich. Man möchte keinen Staub aufhebeln, wenn sie hinterher raussteht, dass ich mich täuscht hab. Gut. Pass auf. Du schmeißt jetzt deinen Computer an und gehst ins Innenpool. Es geht um den Prozess, in dem der Beetz seinerzeit verurteilt worden ist. Was das? Senta, ich bin's. Wieso nicht? Sag einmal halb nein, so früh ist das auch nicht mehr. Pass auf, Senta, wir zwei, wir trinken einen Kaffee. Hast schon. Wie, was? Ja, da hätte gern einen Kaffee mit dir trinken, was ist denn da dran so komisch? Oder bist du grad? Nein, es geht mich nichts an. Interessiert mich auch nicht. Ja, Senta, jetzt mach kein Theater um nix und wieder nix. Wieso darf ich dich nicht einfach einmal zum Kaffee einladen? Na ja, stimmt, hat was mit unserer Leicht zu tun. Sag ich dir dann schon. Ich hol dich ab in einer halben Stunde, okay? Servus, Senta. Dr. Faltermeier, auch im Stadtrat sorgt das Thema innere Sicherheit für Diskussionen. Ihre gestrige Rede zu diesem Thema hat, das darf ich ruhig sagen, für Aufsehen gesorgt. Das war durchaus meine Absicht. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor der Gefahr, die gerade im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schengen-Abkommens
auf unsere Heimatregion zukommt. Sie führten unter anderem den noch immer ungeklärten Mordfall in Bruck am Inn als Beispiel an. Richtig, weil er der aktuellste ist und weil er die Menschen in unserer Heimat beunruhigt. Und vor allem, weil er uns geradezu dramatisch vor Augen führt, wie wenig unsere Ordnungsmacht offensichtlich auf die künftige Gefahrenlage vorbereitet ist. Eine Erosion des Vertrauens in unsere Polizei ist jedoch ein Warnzeichen, das wir ernst zu nehmen haben, mein lieber Herr Czermak. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich kann das unredliche Geheule über angebliche Beschränkungen der bürgerlichen Freiheiten bald nicht mehr mit anhören. Gewiss, einige meiner konstruktiven Vorschläge nehmen kein Blatt vor den Mund. Aber Herr Czermak, durch diese bittere Pille müssen wir hindurch. Der Tag fängt ja schon gut an. Erst lotzt mit zum Kaffee ein und dann das. Gott sei Dank hab ich einen Humor. Du schau dir den an. Da geht der Pfeil gerade bei Rot drüber. Rudi, wir haben frei. Ja, stimmt. Ich verstehe aber immer noch nicht ganz, wieso du nicht gleich den Hermann anrufst. Wenn der außerkriegt, dass wir ihn privat einpfuschen, dann macht der Kleinholz aus uns. Was hab ich da gesagt? Weil der Hubert der Spezi ist. Und zwar einer, auf den Verlass ist. Schon immer gewesen ist. Also die machen mir zwar bloß einen privaten Besuch. Rudi, so hab ich mir Privatsachen mit dir schon immer vorgestellt. Hubert, ich glaube, es ist besser, wir reden mit deiner Frau Laura. Wieso? Weil... Lasst's nur. Der Hubert kann dabei sein. Emmy? Hat ja rauskommen müssen. Sag mir jetzt endlich all, um was eigentlich geht. Emmy, du... Darf man du sagen? Du hast den Beetz gekannt, stimmt's? Wer ist denn der Beetz schon wieder? Das ist der, der... Lass. Hubert. Der Mann, den sie an der Land unten gefunden haben. Der hat zu mir wollen. Den sie erschossen haben. Irmi? Irmi, du hast... Nein, Hubert. Irmi, red. Hubert, wir haben rausgefunden, dass die Irmi vor gut 6,5 Jahren in einem Prozess gegen den Beetz ausgesagt hat. Ihre Aussage hat ihn dann ins Gefängnis gebracht. Anklage war unter anderem Förderung der Prostitution. Auf Deutsch, er ist ein Zuhälter gewesen. Schwere Körperverletzung, Erpressung. Er ist vor gut 2 Wochen entlassen worden. Und hat sie rächen wollen? Hast du es die ganze Zeit gewusst, dass er kommt? Nein. Ich hab zwar gewusst, dass er irgendwann um die Zeit wieder rauskommt, aber ich hab gedacht, er findet mich nicht. Aber wer kommst denn du zu so einem? Du bist doch Krankenschwester gewesen im Rechts der Isar. Danach. Nach was? Irmi. Ich bin 16 gewesen. Und ich hab einen Hunger gehabt auf die Welt. Und hab's nimmer ausgehalten. Wenn draußen auf der Weilheimer Reim, das ist mir vorgekommen, als wenn ich auf einer einsamen Insel leben darf. Der Großvater hat's gespürt. Aber nicht verstanden. Kaum bin ich einmal ein bisschen zu spät heimgekommen, hat er alles wissen wollen. An jeden Schritt von mir hat er kontrolliert. Der hat mir keine Luft mehr lassen. Bis dann geracht hat. Der Krach hat was mit dem Beetz da gehabt. Haben auf dem Frühlingsfest das Minga kennengelernt. Hab da nicht lange überlegt. Bin weg. Mitten in der Nacht. Die erste Zeit ist mir wie im Himmel vorgekommen. Geschenke hat er mir gemacht. Schönes Zeug zum Anziehen. Da Kette und da Ringerl. Dann klebt haben wir ins Haus und Braus. Ich bin so blind vor Verliebtheit gewesen, dass blind dann immer gegangen wäre. Aber irgendwann ist damit Schluss gewesen. Er hat gesagt, er müsste jetzt einmal ein ernstes Wort mit mir reden. Und dass ich mir auch einmal Gedanken darüber machen müsste, wo das Geld eigentlich herkommt. An Geldscheiße hätte er nämlich nicht. Natürlich gleich ein furchtbar schlechtes Gewissen gekriegt und unglaublich dummes Zeug redet. Dass ich bedienen könnte und dass ich mir überlege, ob ich nicht auf Krankenschwester lerne, weil mir das ja liegt. Und da hat er bloß gelacht. Und hat ein bisschen Vorschlag gehabt. Na, erst einmal hat er mir einen schönen Vortrag gehalten. Dass er ein absolut moderner Mensch ist. Eifersucht und sowas, der hat er überhaupt nicht kennen. Und dass jeder heutzutage seine Freiheit haben sollte. Wenn ich also einmal was mit einem anderen anfangen möchte, dann wäre er der Letzte, der mal ein Theater drum machen wird. Sowas halt.
Ich hab's erst nicht recht kapiert, auf was er hinaus hat wollen, bis er damit rausgerückt ist. Ich hätte ihm doch gesagt, dass er mein Ein und Alles wäre. Und da könnte er doch auch einmal einen kleinen Gefallen von mir erwarten. Und was er wohin hat, ist er dann langsam klar geworden. Na, ich hab's und hab's nicht glauben wollen. Gott, mit knappe 17. Und darauf ist er giftig geworden. Mich natürlich auch nicht aufs Maul gefallen, geb zum ersten Mal zurück und zack, hab ich schon eine drin. Und ab dem Moment ist er gröber und gröber geworden. Den Tag hat's gegeben, da habe ich gar nicht mehr aus dem Haus wollen, weil ich so ein geschwollenes Gesicht gehabt hab. An dem Tag aber, wo es hat wissen wollen und hab ich später rausgekriegt, schon einen für mich ausgesucht hat, der mich... Ich konnte es nicht mehr hören. Der dich hat anlernen wollen? Da ist auf einmal die Polizei vor der Tür gestanden und hat ihn verhaftet. Er ist gleich in U-Haft geblieben, wegen Erpressung, Menschenhandel, Zuhälterei und was halt so alles dazugehört. Da bin ich endgültig aufgewacht. Zum Glück haben sie mir auf der Polizei geglaubt, dass ich noch nichts damit zu tun gehabt habe. Ich bin so dermaßen von ihm enttäuscht gewesen, dass ich vor Gericht alles gesagt habe, was ich in der Zwischenzeit rausgekriegt habe. Ich bin bloß noch froh gewesen, dass ich ihn los habe. Und dann? Bin ich ins Rotkreuz-Krankenhaus und habe erst einmal meine Schwester in Ausbildung gemacht. Danach habe ich im Rechts der Isa eine Stelle gekriegt. Ich habe allerdings immer gewusst, dass ich aus der Stadt fort muss, wenn der Schani aus dem Gefängnis entlassen wird. Ich habe an Schweiz gedacht. Aber dann bist mal du dazwischen gekommen, Hubert. Aber Irmi, was sagst du mir denn nichts davor? Das kannst du doch denken. Aber wir haben dann erschossen? Ich glaube, wir müssen noch mal zur Weilheimer Reim rausfahren, hä? Ich glaube auch. Ist am Tag vor der Hochzeit gewesen. Ich habe schon eine Wand hergerichtet gehabt für die Hochzeit. Doch steht er auf einmal in der Tür. Bin ich doch da richtig beim Furtmiller, hä? Ja. Was wollen wir machen, Sie? Wo eine gewisse Irmgard-Kummi da daheim ist, hm? Was wollen Sie denn von mir? Und wer sind Sie da? Ist die Enkelin. Hab ich recht? So hab ich mir den alten Dickschädel allerweil vorgestellt. Was meinen Namen betrifft, tut der nichts zur Sache. Was wollen Sie? Hab ich gefragt. Na. So stolz braucht er jetzt auch nicht tun, der Furtmiller. Was ich möchte, mit deiner Irmi möchte ich schmatzen. Sie ist allweil noch meine große Liebe, verstehst? Wo ich 6 Jahre wegen ihrer Schlechtigkeit im Zuchthaus geguckt hab, werd ich doch ein bisserl Freundlichkeit vom quasi Schwiegeropa erwarten dürfen. Und ein bisschen Dankbarkeit dazu, ne? Und dann hat er gesagt, dass die Irmi für ihn auf den Strich gegangen ist, zum Hingerdrogen. Und dass er morgen in die Kirche geht und das vor alle Leute sagt. Ich habe ihn angebettelt, dass er nicht tun soll, aber er hat mich bloß ausgelacht. Bis ich ihm sage, was den kosten wird, wenn er es nicht tät. Naja, fürs Erste meint er darauf, täten es 50.000. Sag ich zu ihm, das muss ich erst von der Bank holen, aber jetzt ist da keiner mehr drin. Sagt er, gut, bis morgen könnt ihr noch warten. Aber wenn's dann nicht auf dem Tisch schlägt. Ist er tags drauf bei dir auftaucht? So, Furtmiller, da war ich. Ich komme gleich selber nicht mehr. Normalerweise sag ich, geht her auf der Steh. Aber aus alter Verbundenheit mach ich gerade einmal eine Ausnahme. Wie schaut's denn aus? Hast du das Geld? Was ist denn los? Ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf, alter Tatterer. Nicht ewig Zeit.
So ein Palast ist der stinkender Bauernhof auch wieder nicht. Das ist er sich gar nicht mehr von da weg nicht. Los jetzt! Geht aus, zack, zack! Oder hast du dir's anders überlegt? Nächstes Mal weismachen ist Bauernbüffi, hätt's nix. Wie schwimmt's doch im Geld, ist Geiz kriegen. Okay. Okay. Werde die andere Seiten aufziehen. Dann gehe ich jetzt auf den Stein über zum Brockenwirt. Und da werde ich es mir vor alle Leute backen, die ihr mich. Das wäre der Gaudi. Freue mich schon drauf. Verstehst schon, dass ich wieder mal was Scharfes vor die Büchsen kriegen möchte. Nach 6 Jahren. Was? Was? Fried Miller, mach keinen! Die Pistolen habe ich mir vom Krieg noch aufgehoben gehabt. Hat keiner was wissen war. Dann habe ich ihn in sein Auto gesetzt und ins Wasser fahren lassen. Dass er so schnell wieder auftaucht, habe ich nicht erwartet. Meine sehr verehrten Damen und Herren von Presse und Öffentlichkeit, ich darf Ihnen ergänzend zu den Ausführungen des Herrn Sprechers der Staatsanwaltschaft einige weitere Details der mir geleiteten Ermittlungen erläutern. Grinse. Ich möchte aber, wenn Sie gestatten, zu Beginn meiner Ausführungen diesen noch einige grundsätzliche Bemerkungen voranstellen. Ich seh doch dein Goldzahn. Wieder einmal haben die von mir geleiteten Ermittlungen in diesem aufsehenerregenden Mordfall die Leistungsfähigkeit moderner kriminalistischer Vorgehensweisen unter Beweis gestellt. Geschauk. Präzises, konsequentes, modernstes, berücksichtigendes Vorgehen, zielgenaues Profiling und zuletzt systematisch herbeigeführter Fahndungsdruck sind dafür verantwortlich, dass dieses Verbrechen Zeit aufgeklärt wird. Desto früher haben wir wieder los. Druck am Inn, meine sehr geehrten Damen und Herren von Presse und Öffentlichkeit, ist, jawohl, ich sage dies in vollster Überzeugung. Schauen wir mal. Ein Ort von Sicherheit und Ordnung. Irmis Ehre von Robert Hültner. Irmi, Anna Klarin. Hubert, Stefan Murr. Rudi Egger, Florian Karlheim. Senta Pollinger, Brigitte Hobmeier. Dr. Corbinian Faltermeier, Stefan Bissmeier. Ferdl Raab, Michael Alexander Grimm. Heinz-Rüdiger Herrmann, Peter Weiß. Siegfried Frammer, Michael Schreiner. Roland Janicek, Andreas Buntschek. Richard Feitel, Leopold Hornung. Wolfgang Schlögel, Peter Rattenglück. Nanni, Gisela Schneeberger. Gottfried Schermack, Wolfgang Maria Bauer. Schmerbeck, Eisi Gulb. Furtmüller, Thomas Holzmann. Obermeier, Anton Pointecker. Arzt, Hans Kitzbichler. Punz, Jörg Hube. Beetz, Winfried Frey, Hochzeitsgast, Wolfgang Aigner. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Wilfried Hauer und Angelika Haller. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2008 für den ARD-Radio-Tatort. Redaktion, Katharina Agathos.